Leute, und willkommen zurück zu Let's Play WWE Day of Reckoning 1. Wir sind hier stehen geblieben. Im Chaos Locker Room. Oder im Locker Room von Chris Chaos, wie auch immer. So, dritte Woche, vierte Show. Version 1.7. Chaos, I want you to meet Matt Hardy. He's here in WWE Developmental for a little while to rehab his right leg. He strained some ligaments back on Raw a few weeks ago. Nice to meet you, Matt. You can call me Matt Hardy version 1.7. Since I'm only at about 7% right now. I'm at about 70%, so the trainers want me to work a few matches down here to make sure I'm good to go on TV. That's where you come in, Chaos. You and Matt Hardy are going to have a match tonight, and what you need is to do is test out Matt's leg. That sounds extreme, but don't worry. You won't do any more damage to them using standard wrestling moves and submissions. Give me all you got. I'm sure I can take it. So to succeed in this match, you need to work Matt's leg as best you can, and then see if you can make him submit. Got it? Work the legs and go for submission. Okay. Sollen wir Matt zur Aufgabe zwingen? So. Ach ja, Matt Hardy. Der Entrance sieht halt voll komisch aus, wenn man in der House Show ist. Aber egal. Ja. Ah, for a leg submission, okay. Dann gehe ich mal für den Finger vor am besten. Was wollte ich jetzt sagen? Die erste Woche hat wahrscheinlich gut geklappt mit den Upload-Plan-Einheiten. Hoffentlich. Ich weiß nicht, ich bin immer noch bei der letzten Woche, bevor der Uploadplan überhaupt beginnt. Ich muss ja jetzt einiges hier im Voraus aufnehmen. So. Dann würde ich mal sagen, gehen wir mal auf sein Bein. So. Ist ja schön, dass du halbwegs stehen kannst, aber das gefällt mir nicht. Okay. Ja, aber sein Bein ist schon deutlich geschwächt, das sieht man ihn an. Natürlich, covern wir ihn. In einem Match, wo ich durch Submission gewinnen soll. Beziehungsweise bei einer Vorgabe, wo ich durch Submission gewinnen soll. Ja, okay. Gehen wir mal weiter auf sein Bein. Oh. Aua. Ja, und er hält sich die ganze Zeit sein Knie, sein Bein, wie auch immer. Also da haben wir schon eine gute Arbeit verrichtet. So, zack. Warte mal, wenn ich jetzt ein Headbutt mache, geht er dann auch gegen das Bein? Ah, ein Elbow. Geht aber auch gegen das Bein. So wie ich ihn getroffen habe. So, dann gehen wir nochmal für eine Submission. Mist. Aber sein Bein ist jetzt rot. Das ist schon mal gut. Gehen wir nochmal für die gleiche Submission.
Ja, komm, 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 komm. Na, Mist. Wie wäre es, nachdem ich ihnen einen Finisher gezeigt habe? Ich weiß nicht. So, komm. Stretchen wir ihn ein wenig. Habe ich einen Finisher hier unten? Anscheinend nicht. Aber egal, ich habe hier einen Finisher. Und das reicht. Zack. Jetzt Shandy wieder, you suck. So. Und der zweite Tiger Driver. So, und jetzt. Bisschen Danger. Komm, 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 komm. Was? Ah, wir waren so nah dran. Jammen! Komm. Mit dem Boston Crab und er gibt auf. Perfekt. Haben wir das auch geschafft? War jetzt eher ein Submission-basierendes Match, aber wir haben es geschafft. Und das ist das Wichtigste. Ups, da war meine Maus im Bild. Learning to fly. So, ich möchte nur kurz was gucken. Ha! Ups. Ich habe das Bild ein wenig verkackt. Warte mal, du bist nicht das, was ich will. Okay. Machen wir's so. Musst du einfach mitten in der Aufnahme kurz das Bild nochmal fixen. So. Hey Coach, I think I impressed Mr. Heyman 2 weeks ago. And I beat Matt Hardy in my last match. Do you think that you could put in a word to Sunday Night Heat for me? Whoa, 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 whoa. Chaos. Let's keep it real. Mr. Heyman is not so easily impressed, let's face it. You didn't beat Matt Hardy version 1, you beat Matt Hardy version 0.7. So before you crown yourself Mr. Sunday Knight, here's a word of advice. Keep working hard, always listen to the coach, and your time will come. So after hearing one of the coach's legendary pep talks, I'm sure you pumped for your next match. Let's see how you utilize your aerial skills. Before you defeat your opponent, that's if you defeat him, you'll need to hit him with at least two aerial moves off the top turnbuckle. Think you can handle that? Can you handle it? Can you handle it? Can you handle it? Count on it. Perfekt. Ich muss jetzt extra für mein Bild den Mauszeiger rauspacken, weil mit einem PS4-Controller ist es ein wenig schwierig, mal nicht auf dieses Pad zu kommen, womit man dann auch seine Maus bewegen kann, und manchmal klicke ich dann einfach aus dem Fenster raus, und das will ich halt nicht, deswegen habe ich es jetzt einfach genau auf mein Emulator-Fenster. So, Special Conditions: Hit opponent with at least two area moves off the top turnbuckle. Gegen Scheiße, ich hab's Holy shit, okay. Ja. Eins. Und zwei. Hätten wir das auch geschafft.
So, jetzt müssen wir nur noch gewinnen. Finde ich gut. So, erstmal ein Suplex. Dann komm mal her. Mal sehen, was ich für dich hab. Ein Superkick! Na? Ein Schoolboy. Da musst du schon ein wenig früher aufstehen, Mate. So. Backbreaker. Ah, schöner Kick. Und ja, Northern Lights. Erstmal eintreten. Na, natürlich, natürlich. Was kommt jetzt? Ein Double Underhook Suplex. Ja, Job. Ja, und jetzt ein Russian Leg Sweep. Das sieht hier nicht so gut aus, was ich hier mache. Ja, und Suplex gibt es jetzt auch noch. Also hat hier ein wenig die Oberhand. Jetzt gibt es hier noch einen Elbow von ihnen. Ah, nein. Bitte, lass mich da raus. So, zack. Aber. So. Ich wollte eigentlich den Kitchen Sink vorhin zeigen. Dann machen wir es jetzt. Oder auch nicht, machen wir die DDT. Aber einfach nur, weil ich verkackt habe. So. Steh mal auf. So. Nein. Zack. 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 Und ein Superkick. Perfekt. Ich verliere wieder meine Stimme. So, perfekt. Dann treten wir weiter auf dich ein. Nein. Aua. Nein. Bleib mal liegen. Perfekt. Danke. So. Und jetzt noch einmal. Eins und zwei. Jetzt nochmal ein Elbow hinterher. Perfekt. Na, komm jetzt her. So, und was haben wir hier für dich? Ein German Suplex. Der zweite German Suplex. Und ein dritter German Suplex. Bitteschön, immer wieder gerne. Kein Busfahrer kann mich bedienen. So, hätten wir doch abgehakt. Jetzt hier ein kleines Problem. Ihr hört es wahrscheinlich. Mein Controller wurde abgesteckt. Das heißt, ich darf dann beide Matches nochmal neu machen. Ich würde dann einfach mal sagen, wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Hier. Ich spiele jetzt kurz die zwei Matches und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dann. Tschüss.